Und dann schließe deine Augen. Erlaube dir, für diesen Moment tiefer zu gehen und loszulassen von allen Erwartungen, von all dem, was dich in diesem Moment vielleicht belastet. Erlaube dir, mit jedem Atemzug nun tiefer und tiefer zu sinken. Erlaube deinem Herz, sich zu öffnen für das, was nun an Heilung geschehen darf. Wir begeben uns nun auf eine Reise zu deinem inneren Kind, das in dir wohnt, ein Anteil deiner Seele, deiner Grundenergie, deiner Seelengrundenergie. Dieser Anteil in dir, der kindlich ist, schon immer war und immer sein wird, ist ein Anteil, der viele Facetten von dir trägt, die für dich und dein Leben wichtig sind und die du vielleicht noch mehr in deinem Leben integrieren darfst. Vielleicht hast du auf deiner Reise in deinem Leben viele kindliche Facetten abgelegt mit der Zeit oder auch nie wirklich leben dürfen. So ist es jetzt an der Zeit, zu entdecken, welche kindlichen Facetten sich in dir nun freilegen, integrieren dürfen. Wie eine Schatzkiste in dir. Denn dies, dein inneres Kind, trägt so viel Kraft, Freude, Begeisterungsfähigkeit in sich. Es ist so viel Feuer in dir, was durch dein inneres Kind zum Leben, zum Ausdruck gebracht werden kann. So viel Lebenskraft. Und so erlaube dir, dass Facetten, die einst verschüttet wurden, von denen du dich vielleicht verabschiedet hast oder die so noch gar nicht zum Vorschein kommen konnten, dass du diese Energien und Facetten in dir nun befreist und Stück für Stück zum Vorschein bringen kannst, dadurch, dass du deinem inneren Kind begegnest. Dadurch, dass du deinem inneren Kind Heilung bringst, mit ihm bist, ihm begegnest und ihm das gibst, was es nun braucht. Und so findest du dich wieder in den Tiefen deiner Seele. Nimm einen tiefen Atemzug. Lasse dich fallen noch ein Stück tiefer in dich selbst. Und du findest dich wieder vor einer goldenen Tür, die den Raum zu deinem inneren Kind verschlossen hält. Du hast nun die Möglichkeit, diesen Raum deines inneren Kindes zu betreten. Und so, wenn du jetzt bereit bist, öffne die Tür zu deinem inneren Kind und trete ein in den Raum deines inneren Kindes. Ganz egal, was dir jetzt begegnet. Es ist alles gut und richtig, ganz so, wie es jetzt in diesem Moment ist, ist es in Ordnung.
blicke dich um im Raum deines inneren Kindes. Spüre, wie ist der Raum, ist er hell oder dunkel? Welche Möbel befinden sich darin? Wie fühlt sich dieser Raum in dir an? Und du hast in deiner linken Hand einen Zauberstab, ja wirklich, einen Zauberstab. Und du kannst damit nun den Raum deines inneren Kindes in dir verändern, so wie du ihn haben möchtest. Doch vorerst blicke dich um und sieh, wo dein inneres Kind sich befindet. Vielleicht hat es sich versteckt. Vielleicht läuft es auf dich zu. Wir geben dir nun Zeit. Und in dieser Zeit, wenn Töne erklingen, erlaube dir jetzt, dein inneres Kind zu sehen, ihm zu begegnen, auf dein inneres Kind zuzugehen, wenn dies möglich ist, und ihm das zu geben, was es jetzt braucht. Vielleicht ist es eine Umarmung, vielleicht ist es einfach ein Blick, ein Lächeln. Was es auch immer ist, lasse es jetzt zu, ganz im Maße, wie es nun gut und richtig ist. Und so stelle deinem inneren Kind nun eine Frage. Frage dein inneres Kind, was es braucht. Du hast mit dir in deiner rechten Hand eine Tasche und du kannst darin Energiekugeln hervorholen, die dein inneres Kind nun benötigt. Energiekugeln der Freude, der Geborgenheit, der Heilung, der Erlösung, der Dankbarkeit, was es auch immer ist, was dein inneres Kind jetzt benötigt, überreiche es ihm nun mit diesen Kugeln der Heilung. Gebe deinem inneren Kind nun, was es jetzt in diesem Moment benötigt. Und lasse Heilung geschehen.
so fühlst du, dass Heilung geschieht. Frage auch dein inneres Kind, was es in diesem seinen Raum benötigt. Du hast einen Zauberstab bei dir und du kannst damit diesen Raum verändern. Frage dein inneres Kind, was es benötigt, ob es mehr Licht ist, ob es Fenster sind, ob es eine andere Einrichtung ist, Teppich, beispielsweise ein schönes Bett, mehr Ordnung, ob es etwas Weiches ist, Spielmöglichkeiten, was es auch immer ist, was dein inneres Kind jetzt in seinem Raum benötigt. Du kannst es ermöglichen. Frage dein inneres Kind, was es wirklich braucht, was es in seinem Zuhause benötigt, um glücklich und zufrieden und ausgeglichen zu sein. Und das, was nun möglich ist, gebe es ihm durch deine Zauberkraft. Und so spüre in dich hinein, blicke in die Augen deines inneren Kindes, spüre, was bereits jetzt in Heilung kommen konnte, was gerade im Heilungsprozess ist. Es bewegt sich so vieles in dir und vielleicht kannst du schon eine Erleichterung spüren. Vielleicht kannst du spüren, dass auch Wunden in dir existieren oder Verletzungen, die dabei sind, zu heilen. Vielleicht kannst du mehr Leichtigkeit spüren. Was auch immer es ist gut und richtig, wie es jetzt in diesem Moment ist. Und gebe dir, deinem inneren Kind, Zeit. Und wenn du magst, aber nur wenn du es auch so meinst, sage deinem inneren Kind, wenn du möchtest, verspreche ihm, dass du wiederkommst und dich um es kümmerst. Denn wenn du spürst, dass dieser Kontakt für dich wichtig ist in dieser Zeit der Heilung, dann erlaube in dir. Und wenn du möchtest, umarme dein inneres Kind, wenn es möglich ist. So viel Heilung darf geschehen.
und auch die geistige Welt hat für dich im Hier und Jetzt und für dein inneres Kind ein Geschenk bereitgestellt. Deine Seele ist vorbereitet und Heilung, tiefe Heilung ist möglich. Dadurch, dass du dich öffnest, können Wunder der Heilung geschehen. Wunder für deine Seele, Wunder der Heilung. Und so empfange die Worte und Energien der geistigen Welt und lasse geschehen, was geschieht. Ich bin der Sohn Gottes. Ich trage erlösende Energie zu dir und begrüße dich mit den Worten der allumfassenden Liebe mit Omartasat. Ich bin Jesus. Und ich spreche zu dir, weil ich mich erinnere, wie schön es war, als ich Kind auf Erden war. Und ich erinnere mich daran, wie sehr ich meine Mutter liebte und immer noch liebe. Und so lasse ich dich fühlen, was es bedeutet, als Kind geliebt zu werden und was es bedeutet, die Kinder zu lieben. Und spüre, wie die einzelnen Schichten in deiner Seele sich über meine Worte ausbreiten und wie sich ein sanfter, goldener Schimmer um dich liegt. Dieser goldene Schimmer erträgt die Erlösungsenergie. Und die Erlösungsenergie ist ein Geschenk von mir. Nehme dir so viel davon, wie du möchtest. Im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, darf diese Energie für dich wirken und du darfst sie zu deinem inneren Kind tragen. Du darfst den goldenen Schimmer in den Raum deiner inneren Familie legen und du darfst auch dein inneres Kind einladen, diesen goldenen Schimmer zu betrachten, zu spüren und zu fühlen. Dieser goldene Schimmer trägt die Energie von meiner tiefen Liebe, so wie ich sie einstmals empfunden habe, als ich auf Erden war. Und so wie ich sie jetzt empfinde, von den Wellen der Wirklichkeit getragen, die bedingungslose Liebe, welche immer ist und welche heute im Hier und Jetzt erlösend für dich wirkt, erlösend und die Heilung bringt, die Heilung von all dem, was dein inneres Kind trägt, was es für dich trägt und was du ihm jetzt in diesem Moment abnehmen kannst. So lasse alles geschehen, wie es geschieht, denn es geschieht in dem Rhythmus der Zeit, so wie es gut und richtig ist. Lasse dein Kind, dein inneres Kind entscheiden, wie viel und wann es von diesem goldenen Licht Gebrauch macht.
Dieses goldene Licht trägt die tiefste, größte Christusliebe, welche nur ich, Jesus, überbringen kann. Und auch du, mein geliebtes Menschenkind, darfst dir von diesem Licht so viel nehmen, wie du möchtest. Alles ist jetzt für dich da. Erlösung fließt. Lasse dich tragen von dieser Energie und lasse dich auch tragen von den Tönen der Wirklichkeit, welche dir mit jedem Ton ein bisschen mehr Liebe von mir übertragen. Ganz liebevoll habe ich meine Arme um deine Schultern gelegt. Und ganz liebevoll blicke ich in deine Augen. Und du spürst die tiefe Liebe. Du spürst das Christuslicht. Das Licht, was ewig leuchtet, das Licht, das Liebe ist. Und so leuchtet in dir dein Christus selbst. Und so leuchtet in deinem Raum zu Hause ebenfalls das Christuslicht und das goldene Licht strahlt in deinem Zuhause, in jedem Raum, wenn du es möchtest. All das, was heute an Heilung geschieht,
geschieht für dich und für dein inneres Kind. Es geschieht für deine innere Familie. Und so darf Erlösung geschehen zum allerhöchsten Wohle, zum Wohle von dir, so wie es jetzt gut und richtig ist. Ich streichle dir noch einmal über dein Haar und du spürst, wie eng wir verbunden sind und ganz tief in deiner Seele weißt du, dass ich immer bei dir bin, dass ich dich schütze und liebe, so wie ich es immer schon getan habe. Und so trage von diesen Geschenken das, was du weitergeben möchtest, in dein Innerstes, in deine Seele, zu deinem inneren Kind. Übergebe all das, was du möchtest, zur Heilung für dein inneres Kind. Und Erlösung wird geschehen. Und diese Erlösung bringt Freude und Leichtigkeit. Sie macht dich stark. Und sie gibt dir Kraft und Sicherheit. Und du wirst die Liebe zu dir ein wenig mehr spüren als bisher. Mein allerliebstes Menschenkind, ich weiß, wie sehr du fühlst und ich trockne deine Tränen, denn ich weiß, es sind die Tränen der Liebe und der Freude. Sie tragen die Erlösung und ganz tief in deiner Seele weißt du, dass alles gut und richtig ist. Und so habe ich zu dir gesprochen und mein Geschenk überbracht. Gerne darfst du immer wieder meine goldene Liebe fühlen, denn sie ist ewiglich für dich da. An Anna Schau.